So, schön, dass ihr wieder dabei seid. Willkommen zurück zu Earthbound. Ja, das Spiel gibt es noch. Oh, erstmal ein Anruf. Ja, Mann, ist dein Vater schon wieder. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin mir immer noch sehr unsicher, ob ich... nein, nein, möchte ich nicht. Ja, ja, okay. Ihr müsst euch das halt so vorstellen, beim Aufleveln hatte ich halt gerade erst einen Anruf. Ich zeige euch das mal, bevor der Starman mich angreift. Ich bin jetzt bei Ness Level 68, Paula 61, Jeff 57 und Poe 54. Ich weiß nicht, ob ich jetzt übertrieben habe. Ein bisschen haben sie die Stats natürlich verändert, ne? Ness ist natürlich der Stärkste. Ich bin mir aber so unfassbar unsicher, ob ich diesen Boss jetzt schaffen werde. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Er ist schwer. Ich mach mal... Oh Gott, ich hoffe, man sieht den Mauszeiger nicht. So, ich habe jetzt einen zweiten Bildschirm. So, den mache ich mit ganz normalen Attacken eben fertig. Vor allem ganz normal, die stärksten, die ich habe. Na, nicht ganz. Wir wollen es auch nicht gleich übertreiben. Ich gehe jetzt nochmal eben raus und heile mich. Und dann komme ich wieder. Dann geht's rund. Ich versuche so ein bisschen aus Kämpfen zu flüchten. Wobei das im Endeffekt, ehrlich gesagt, schon dumm ist. Weil ich habe ja jetzt gesehen, was für eine enorme Arbeit an Level-Up ich machen muss, damit ich überhaupt ansatzweise eine Chance habe. Also ich sollte die Gegner schon mitnehmen, aber ich habe wirklich keine Lust mehr. Ich möchte jetzt diesen Part raushauen und ich hoffe mal, dass es auch klappt. So, Psy-Thunder, das bringt leider nichts. Ich habe eine kleine Theorie und zwar gibt es einen Shield-Killer. Das Ding ist insofern geil, weil da kannst du halt Schilder mit, also Schutzschilder mit kaputt machen, wie das der Name auch schon sagt. Ich hoffe, das kann man bei dem Starman super anwenden. Oh, wäre das jetzt so ein roter Kringel gewesen, ne? Ich wäre ausgerastet. Ich hoffe, man kann es anwenden. Wenn nicht, wäre es richtig kacke, weil dann bin ich wirklich ratlos. Dann weiß ich nicht. Ach, ich habe nicht mehr genug PP. Moment, ja, da geht noch. Paula hat aber noch genug. Guck. Ach ne, da war Feuer ja effektiv, ne? Mhm. Ja, dann schießen die beiden noch eben. Ja, komm, eine Runde Starstorm kann ich auch noch machen, ist kein Problem. Wenn das notwendig ist. Ne? Ich muss gucken, also ich werde diesen Part wahrscheinlich damit verbringen, mich ein bisschen stärker zu machen, dass ich gegen den ansatzweise eine Chance habe. Ist kein Problem, weil ich habe hier ja genug Platz, mich wegzuporten. Da werde ich mir Sachen kaufen, wobei ich das eigentlich kürzlich erst gemacht habe. Da habe ich mir ja die geilsten Sachen geholt, die es so gibt. Also bringt scheinbar nichts oder hat scheinbar nichts gebracht. Ich sollte mir vielleicht noch einen Teddybär holen, dass der ein bisschen Schaden einsteckt. Wobei, der wird bei der ersten Attacke wird er wahrscheinlich direkt drauf gehen. Machen wir uns nichts vor. Und das ist halt so ein bisschen problematisch, ne? Es gibt ja auch noch den Super Plüschbär. Der hält ein bisschen mehr aus, aber ich weiß nicht, inwiefern das geil ist. Vielleicht muss ich mir auch keinen Shieldkiller holen. Vielleicht habe ich noch einen. Muss ich gleich eben beim Escargo Express anrufen. So, und jetzt könnt ihr auch nochmal eben kurz meine Stats sehen. Also PP haben jetzt eigentlich alle genug. HP auch. Ich meine, wir sind jetzt bei allen über 200. Das ist gut. Anders hat natürlich ein bisschen mehr jetzt. Das ist auch krass, ne? Aber ich habe nur Müll-Level-Ups gekriegt. Da war nicht ein gutes bei. Da frage ich mich doch, warum? Warum hasst mich das Spiel so? Es kann doch nicht sein, dass ich so wenig gute Level-Ups bekomme. Weiß nicht, das kann ich mir nicht vorstellen. Beim besten Willen nicht. So, wir gehen mal, ja, Scaraba oder Summers? Ich würde sagen, Scaraba, weil in Summers haben wir eigentlich soweit alles. Und da hole ich mir dann einfach ein paar Sachen. Vollkommen egal, ich habe genug Geld auf der Tasche. Ich kann mir einiges leisten. Natürlich muss man auch gucken, dass man da auch Vorteile hat, also dass man sich jetzt keinen Scheiß holt oder so. Aber ich sollte vielleicht erstmal rausfinden, wo ich den Shop finde, mit Y einmal. Ah, oh, direkt über mir. Das passt ja. Sehr schön. Hä? Mit dem habe ich noch gar nicht gesprochen. Machen wir mal eben, ne? Ich habe hier die ganze Zeit gewartet, seit du weg warst. Aber jetzt weiß ich nicht, warum ich es getan habe. Okay. Das ist doch schön. Wenn man sonst nichts zu tun hat. So, ist das jetzt der Shop? Ne, sieht nicht danach aus.
Dann der hier unten. Weil das ist die letzte Möglichkeit, ne? Ja, es ist der Shop. Geil. Na, Kumpel. Willkommen, willkommen. Ach. Ah, Mann, die Hitze ist bei dir alles cool. Vielleicht kann ich dir ein paar geile Sachen anbieten. Ich möchte gerne. Das bringt mir ja gar nichts. Ein Secret Herb, toll, danke für nichts. Ja, aber toll, das brauche ich halt alles nicht, ne? Nee, alles cool. Warum kaufst du nicht was? Ich habe eine Familie zu unterhalten. Gibt es hier in Skaraba die Möglichkeit, irgendwas Geiles zu kaufen? Wenn wir haben ein Hostel, ein Hotel, ein Hospital, ein Shop und Essen. Gut, ich glaube, das war ein Reinfall. Aber in Samos haben wir eigentlich alles. Ich meine, gucken wir einfach mal auf unsere Equips. Wir haben nichts auf dem Körper. Hä? Oh ja, wir haben ja auch tatsächlich nichts. Coin of Slumber. Das ist ja alles nicht schlecht. Das Diamond Band ist das Beste, was es gibt. Oh, vielleicht könnte Poe ein bisschen was vertragen. Stimmt, für den habe ich ja gar nichts gekauft. Moment, wir gehen mal eben wieder raus. Wir porten uns mal nach Summers und dann kaufen wir für Poe noch ein bisschen was Schönes. Weil das kann ja so nicht weitergehen hier. Einmal bitte den Teleport nach Summers. Ich bin auch schon wieder echt bereit für Urlaub, ganz ehrlich. Und da ist Summers natürlich der perfekte Ort. Also entweder sind wir so hart unterlevelt, dass wir wirklich einiges aufholen müssen. Also ich in dem Fall. Oder mein Equipment ist einfach kacke. Was ich mir wie gesagt nicht vorstellen kann. Also wird es wohl daran liegen, dass ich eigentlich größtenteils versucht habe, die Gegner zu skippen. Es ist ein Rollenspiel. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Da muss man nun mal leveln. Ja, was will ich denn haben? Lucky Coin brauche ich nicht. Platinum Band, Diamond Band, Super Plüsch. Oh. Ja. Ich will eigentlich nur im Geld abheben. Wie viel habe ich überhaupt? Oh, das sieht gut aus. Da kann man was mit anfangen. Wie viel hebe ich mir denn ab? Ne, 100, da werde ich nicht weit mitkommen. Ich denke mal so 5, 6.000. 6.000 hebe ich ab. Dann habe ich immer noch genug. Und kann mir halt ein paar schöne Sachen kaufen. Aber dass Poe auch nichts tragen kann davon, das ist schon ein bisschen kacke. Den wird. Ja, den wird Poe tragen, ne? So, ein Shieldkiller, bitte. Den gibt's hier nicht. Ah, okay, gut. Ja, jetzt haben wir den Super Plüschbär. Jetzt will ich eben ganz kurz. Ach ne, warte, dafür muss ich ja wieder da rein. Einmal eben beim Escargo Express anrufen. Und gucken, ob ich da noch einen Shieldkiller gestort habe. Das wäre natürlich schön. Ja, Tracy, ich weiß, ich weiß. Das erzählst du mir immer wieder. Nein! Das wollte ich gar nicht. Moment. Talk to. Nochmal den Escargo Express. Ich will ja auch nicht. Ich will ja auch nichts liefern. Beziehungsweise abholen. Oder abholen lassen, besser gesagt. Ich wollte doch eigentlich nur eben gucken, ob ich irgendwas Geiles gestort habe, was ich jetzt bereue, dass ich es eingelagert habe. Na, wobei, bereuen nicht wirklich. Weil so kann man das halt immer wieder rausholen, beziehungsweise gibt das nicht für unnötigen Scheiß aus, ne? Ja. Du kannst. Was kann er denn mitnehmen? Puh, die Souvenir-Coin, die brauche ich nicht. Hat Paul noch irgendwas, was ich. Ja, die Picture Postcard. Brauche ich auch nicht. Ist Schwachsinn, dass ich das jetzt behalte. Was geht denn noch? Den Picknick Lunch behalte ich definitiv. Den Casey Bat. Da muss ich noch gucken. Der könnte stärker sein. Ja, das Pack of Bubblegum, das brauchen wir eigentlich auch nicht. Ja, Ja, ist korrekt. So, jetzt will ich noch eben ganz kurz gucken, ob da noch irgendwas Geiles ist, was ich habe. Müsste eigentlich. Ich weiß nicht. Ich habe diesen Shieldkiller, den habe ich, glaube ich, schon mal bekommen und dann eingelagert. Ich hoffe zumindest, dass es so war. Ja, meine Güte. Das ist halt das Kritische, ne? Du skippst alles, weil
Das, was sie dir da erzählt, hast du dir schon tausendmal angehört und dann drückst du das Falsche. So, was habe ich denn hier? Silver Bracelet, Copper Bracelet, Exit Mouse, Mummy Wrap, Picture Postcard, Shield Killer. Ja, ich brauche die Exit Mouse. Sonst kann ich keine neue nehmen. Also sonst kann ich halt generell nichts. Nicht aus den Dungeons raus, wenn ich merke, ups. Das war wohl doch wieder nix. Wünscht mir einfach nur Glück. Ich muss jetzt natürlich noch immer auf den Liefertypen warten, aber wünscht mir einfach Glück, dass es jetzt klappt. Ich möchte so gerne, dass es weitergeht. Ich habe wirklich keine Lust mehr, da die ganze Zeit festzuhängen. Ich will mal auch wieder was anderes sehen von dem Spiel. So, was willst du denn? Ach ja, delivern, genau. Ja, ich bezahle. Die 18 Dollar habe ich wohl. Ja, wünscht mir Glück. Hals- und Beinbruch. Es muss jetzt einfach klappen. Wobei, wir müssen doch erstmal hinlaufen, ne? Aber das sollte generell nicht das Problem darstellen. Dafür sind wir wohl gut genug gelevelt. Wo bin ich jetzt? Ne, ich bin nicht ernsthaft in die Deep Darkness, oder? Ich hätte nach Winters gemusst, ich Arsch. Ah, bin ich wenigstens hier? Hier habe ich genug Platz, mich wegzubeamen. Ja, das war jetzt einmal unnötig. PP ausgeben, aber das macht nichts. Wir können uns ja jederzeit wieder heilen. Und die PP auffrischen. Oh, das dürfte vielleicht ein bisschen zu nah am Rand sein. Ah, mach wohl gerade so passen. Ja, passt auch. Sehr schön. So will ich das sehen. Wir nehmen jetzt... Ach, nee. Das ist jetzt echt Cancer. Oh, das habe ich voll vergessen. Aber es gibt ja leider auch keinen anderen Weg hierher. Das ist das Problem an der Sache. Oh, das ist jetzt doof. Naja, gut. Ich würde sagen, ich schneide das eben, bis wir wieder beim Gegner stehen. Weil das wollt ihr euch auch nicht angucken, oder? Das ist ja auch Schwachsinn. Also dann setze ich hier eben einen schönen kleinen Cut. Oh boy. Schön, dass ihr wieder dabei seid. 19 Minuten habe ich gebraucht, um hierher zu kommen. Ich habe den Plüschbären verloren, wie ihr jetzt sehen könnt. Ich habe sehr, sehr viel Schiss, dass es nicht klappt. Ich habe einen Shield Killer. Ich erzähle euch mal so ein bisschen meine Taktik. Also, mit dem Shield Killer mache ich das so. Warte, wo habe ich den? Da, den Shield Killer. Der ist ja dafür da. Warte mal, im Help. Shield Killer. Items for Jeff. Bricht durch gegnerische Schilde im Kampf. Kann sehr oft benutzt werden. Meine Taktik ist jetzt, dass ich den Shieldkiller einsetze, dass sein psychischer Schild weg ist. Ich hoffe, das klappt. Das Problem an der Sache ist, also wenn ich das erstmal gemacht habe, dann kann ich perfekt mit allen Psy-Attacken, dann kann ich draufholzen bis zum geht nicht mehr. Ich habe extra auch ein Safe State gemacht. Und ich kann draufholzen bis zum geht nicht mehr. Und dann sollte er auch richtig schön Schaden einstecken. Ich mache alles, was ich habe. Die höchsten Stufen, die geilsten Attacken. Ich hoffe, es bringt was. Ich habe einfach nur Angst. Wie gesagt, Hals- und Beinbruch wünscht mir Glück. Ich möchte ihn endlich töten. Es kann doch nicht so schwer sein. Ich sitze da seit Wochen bei. Ich bin am Aufleveln, am Verzweifeln, am Weinen. Nein, das jetzt nicht, aber... Oh ja, was macht man da jetzt? Erstmal natürlich ganz normal bashen. Dann kann Jeff seinen Shieldkiller einsetzen. Ich hoffe, es bringt was. Boah, ich bin so unsicher. Das ist Wahnsinn. So viel Schaden hat der eigentlich gar nicht. Also hält der, glaube ich, gar nicht aus. Ja, jetzt geht's rund. Jetzt geht's rund. Jetzt ist vorbei, Freunde. Jetzt ist Beast Mode. Aber fragt nicht nach Sonnenschein. Jetzt ist vorbei, Alter. Irgendwann ist meine Geduld zu Ende und der Punkt ist jetzt. Ihr glaubt nicht. Jetzt mache ich hier... Jetzt hau ich richtig rein. So, sehr schön. 301 HP Damage. Da ist der erste Starman gleich auch weg. Sehr geil. Freeze Omega. Jawohl, die nächsten 315 Schaden. Jetzt kommt sie Playing Gamma. Und da haben wir sie. 168 ist nicht geil, aber besser als nichts, ne? Der erste Starman ist tot. Okay, er macht einen Beam, alles cool. Ich habe genug Dings HP. Das halte ich aus. Gib direkt die nächste Runde. Jetzt mache ich hier übelst krass. Jetzt wird rasiert.
Freunde, das verspreche ich euch. Also jetzt, wie gesagt, jetzt ist Beast Mode. Jetzt hält mich nichts mehr. Ich bezweifle stark, dass er diese Welle an Attacken noch aushält. Kann sein. Kann auch nicht sein. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie stark der ist. Das Spine hat ja auch nichts gebracht. Weil das hat mir keine großartigen... Ich habe ihn besiegt. Puh. Oh mein Gott. 45.980 XP. Oh. Schön. Schön. Echt, es ist so ein befreiender Moment. Paulas Level 62, IQ 1, Maximum HP 1, Maximum PP 3. Das habe ich die ganze Zeit bekommen. Immer nur ein HP. Jeff 58, IQ 1, Maximum HP 3. Oh mein Gott, Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie unfassbar froh ich gerade bin. Es gibt keine Melodie, keine Möglichkeit, uns komplett aufzuhören. Ich brauche es nicht. Ich habe nicht viel eingesteckt. Als du den Starman Deluxe in Stonehenge besiegt hast, hat die Basis ihre Funktion verloren. Oh, Leute, es ist so herrlich. Oh, Mann. Endlich. Ich glaube es nicht. Echt, ich traue meinen Augen. Ich würde es nicht aufnehmen. Ich würde es mir wahrscheinlich selber nicht glauben. Ich habe eine 7%ige Chance berechnet, dass du mich retten würdest. Ja, ich habe lediglich gedacht, es wäre eine sehr gute Möglichkeit, Mr. Saturn zu treffen. Und ich habe Dr. Endonuts getroffen. Siehst du? Was? Du willst das Buch, wie man seine Schüchternheit überkommt, bekommen? Ich habe sie zur Onet-Bücherei gebracht. Bitte benutze dieses Buch, um dem schüchternen Tender Tribe zu helfen. Ah, ich will hier raus. Mann. Echt, Oh. Ja. Deutsch ist jetzt auch nicht mehr drin. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich werde jetzt noch nach Onet. Man muss sich das einfach mal vorstellen. Wir haben für diese Informationen, haben wir das auf uns genommen. Wir haben das so lange für gebraucht. Nur um diese Informationen zu bekommen. Es ist doch irgendwo auch unfassbar, oder? Ich werde jetzt einen guten Teil rausschneiden. Ich weiß nicht, wie lang der Part im Endeffekt werden wird. Das ist ja immer das Problem, wenn man schneidet. Ich benutze die Exit-Maus. Ich habe jetzt keine Lust, den ganzen Weg hier zurückzulaufen. Das muss nicht sein. Wo ist sie denn? Da ist sie, die Exit-Maus. Sehr schön. Perfekt. Alles klärchen. Oh, ist das angenehm, Freunde. Es kann endlich weitergehen. Es hat auch wirklich zu lange gedauert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und natürlich, ich habe zeitweise wirklich Motivation verloren, weil du bist halt nur am Leveln. Du kriegst nur scheiß Level-Ups. Es bringt dir nichts. Aber ich habe da auch eine kleine Lehre draus gezogen. Ich werde jeden Gegner mitnehmen, den es geht, weil es bringt was. So eine Scheiße, wie ich jetzt hatte in den 2 Wochen, wo kein Earthbound kam, möchte ich nicht nochmal haben. Das gerade. Das ist mir so eingefallen mit dem Shieldkiller. Ich hab doch gewusst, irgendwo habe ich in diesem Spiel davon schon mal gehört. Und ich habe den. Und ich hatte recht. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, das könnte ja was bringen. Hätte das jetzt nichts gebracht, ich wäre so am Arsch gewesen. Ich hätte mich so leveln müssen. Das wäre unfassbar. Hi. Es ist nicht notwendig, dass du die Map nun zurückgibst. Komm im Jahr 2001 zurück. Ja, problematisch an der Sache ist, da bin ich jetzt 19 Jahre zu spät. Weil wir haben es 2020. Vor allem, warum ausgerechnet 2001? Das macht jetzt nicht so viel Sinn. Ich kann nicht glauben. Ups, Entschuldigung. Ich kann nicht glauben, dass ich es mit meinen eigenen Augen gesehen habe. Ich habe aus dem Fenster geguckt und dort war es. Es flog nur dort rum. Ich habe es nur in der Enzyklopädie vorher gesehen. Was war es? Ein magischer Schmetterling. Wenn ich irgendwie nah an diesen Schmetterling kommen kann, werden all meine Sorgen gelöscht. Ja, Okay, schön. Ja, ist doch gut. Ja, Toll, ne? Wenn man sich so über Schmetterlinge freut,
Der Giant Step, ja, okay. Oh, ich. Boah, es ist. Mir haben gerade echt so ein bisschen die Worte gefehlt, wo ich den besiegt habe. Aber ich glaube, ich habe ein Bild, was wirklich mehr als 1000 Worte sagt. Oh, ist das herrlich. Es ist so unglaublich befreiend. Psst. Du nervst andere Menschen. Du nervst mich. Dort sind Bücher, aber andere als die Schüchternheit zu überkommen. Okay. Yep. Okay. Das ist halt alles Tutorial-mäßig. Das hätte ich am Anfang machen können, aber nö. Warum? Ich kenne das Spiel ja. Okay, lesen die hier eigentlich alle dasselbe Buch, oder? Ja, wenn sie Spaß dran haben, mein Gott. Sollen sie machen, ne? Gott, bin ich gerade glücklich. Oh, es ist so schön, ey. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie befreiend das ist. Jetzt muss ich nur noch meinen Spielfortschritt. Hast du das Buch vielleicht? Nein, hat er nicht. Ah, ich glaube, der mit der Maske, der könnte das haben, oder? Oh, hi, Ness. Es ist ein weiterer schöner Tag. Oh, du magst das Buch Schüchternheit überkommen? Ja, Mann, ich hab's gelesen. Es ist ein geiles Buch. Also, du willst deine Schüchternheit auch überwinden? Eigentlich nicht. Mann, welches denn? Hier könnte es sein. Okay, sie trägt erstmal Lack und Leder. Da ist es auch nicht drin. Ey, was gleich aus, ey. Was? Sei still. Hotel Rule. If you stay in the hotel, you'll wake up with full HP and PP. I know. Ja, das interessiert mich doch alles gar nicht, Mann. Ey, du gibst mir das scheiß Buch. Okay, der hat nix. Hast du das Buch, Mann? Gib's mir. Ja, nee, die sagt nur, dass ich die Map nicht zurückbringen brauche. Hatte ich auch gar nicht vor. War da oben Bücherregal? Ich rede einfach mal mit jedem hier. Ich will den Part nicht eher beenden, bis ich dieses Buch habe. Oder hat der das? Ja, ich bin hier drin. Komm nicht rein, wenn du das Klo nicht benutzen musst. Ich denke, ja, genau, auf Klo. Ich denke auch immer auf Klo nach. Hast du das Buch, Mann? Naja, du bist ja nur Giant Step mäßig unterwegs. Nein, warum noch, Mann? Ich finde das Buch. Vertraut mir. Ich krieg das hin. Irgendeiner muss das doch haben. Und wenn ich hier mit jedem sprechen muss, habe ich mit dir schon gesprochen? Oh, okay. Oder, warte mal. Zählt das gar nicht als ein Bücherregal? Machst du ihm bitte einen Abflug? Ja, du gehst mir auch auf den Sack, dass du mir im Weg stehen musst. Blöder Alter. Nee, ich glaube, das zählt alles als ein großes Bücherregal. Ja, dann ist es ja auch nicht drin. Ja, endlich, meine Güte. Okay, es zählt doch nicht als eins. Schön. Okay, dann würde ich sagen, ich schneide den Part jetzt gleich noch eben zurecht, füge noch das Bild ein, was ich meinte, und dann sehen wir uns. Also ich hoffe, dass ich es einfügen kann. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber ich werde es rausfinden. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Part wiedersehen. Ich hatte mal wieder sehr viel Spaß bei diesem Part. Ich hoffe, ihr auch. Und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, macht's auf jeden Fall gut. Ciao.